Manche sagen Babylon Berlin, manche nennen sie die Ratreihe so oder so. Es ist eine der besten Krimireihen, die wir in Deutschland haben. Ich habe mich in die Ferien gerettet und ich treffe gleich Lena und wir sprechen über Volker Kutscher und Gerion Rath. Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe, auf die wir schon lange gewartet haben. Und was könnte es für ein besserer Tag sein als der erste Tag der Ferien? Wir schreiben den 13. Juli und in Berlin sind die Ferien losgegangen, gerade, ne? Also heute musste noch ein bisschen geackert werden, aber jetzt bin ich in der Freiheit und ja, ihr seht sommerliche Blumen, aber lasst euch nicht trügen, denn heute geht's um ein knallhartes Thema. Wir besprechen Volker Kutscher und seine Gerion Rath-Reihe. Wir, das bin nicht nur ich, sondern die bezaubernde Lena ist wieder da. Lange hat sie auf sie warten lassen. Hallo. Da ist sie, endlich. Lena. Ja. Jetzt ist es soweit. 3 Monate sind es her, oder 4, glaube ich sogar, seit wir das letzte Mal im Gespräch hatten, ne? Genau. Das heißt, Lena hat sie natürlich endlos lange vorbereitet, über 3 oder 4 Monate bis zum heutigen Tag. Darauf stoße ich an mit meinem Eiskaffee, weil ansonsten bin ich hier im Delirium. Lena trinkt schon rein, unglaublich. So, genau. Wir machen eine kleine Einführung, bevor wir dann zu den Rezensionen kommen. Jetzt soll es erstmal um das Thema gehen, Babylon Berlin oder die Gerion Rath-Reihe. Ich muss Sie mal fragen, Lena, du hast nicht die Serie gesehen, oder? Doch. Echt? Aber aber nach den Büchern. Ach was, und wie fandest du die? Durchwachsen. Also ich fand sie schon ganz gut von der Unterhaltung, aber mir war es einfach zu wenig... Zu wenig nah an den Büchern. Also ich fand es schon zum Teil sehr frei. Ja. Und was ich halt immer schade finde, aber das ist ja bei jedem Film, den man danach sieht, so, dass man sich ja gewisse Bilder macht von diesen Figuren. Und dann sieht man diese Schauspieler und es ist nicht mehr möglich, sich daran zu erinnern, welches Bild man vorher hatte. Also ich weiß, dass ich diese Charlotte anders irgendwie mir vorgestellt habe, als sie dann da ist. Und ich glaube, den Gerion auch. Und das ist, fand ich natürlich ein bisschen schade, aber das ist ja immer das Risiko. Jetzt kommst du schon zu den Figuren, genau, greifst dir fast noch nicht. Weg. Genau, also ich habe tatsächlich nur die allererste Folge gesehen von Babylon Berlin und habe danach entschieden, das ist nichts für mich. Okay. Also was hat dich da gestört so? Also wir können da noch mal ein bisschen Deep Dive machen, wenn wir über Der nasse Fisch sprechen. Aber für mich hätte einfach so eine Spur mehr dazu gehört, ne? Ich bin ja großer Fan von Great Gatsby, von dieser Baz Luhrmann-Verfilmung. Ich weiß, dass viele mich auch dafür prügeln wollen, weil sie sagen, ja, waren ja nicht die 20er, aber das ist mir egal, ne? Also wenn ich eine Verfilmung habe, dann will ich ja nicht eine völlige Authentizität. Dann kann ich eine Doku schauen, selbst die ist nicht völlig authentisch, aber ich möchte unterhalten werden und ich finde so dieses pompöse Glitter, sonst war es mit Leonardo DiCaprio, ist dann irgendwie sowas, was ich bei mir eingebrannt habe. Und ich dachte mir, Babylon Berlin und habe da relativ, also ich habe einmal reingeschaut, bevor ich überhaupt ein Buch gelesen habe. Und dann, nachdem ich den ersten oder auch den zweiten Teil gelesen habe, nochmal reingeschaut. Und beim ersten Mal dachte ich mir so, wirkt mir irgendwie zu billig, also... Das ist ja auch häufig bei deutschen Produktionen. Ja, aber es gibt ja auch ganz geile deutsche Sachen, ne? Hier so, wie heißt es, Kudamm 56, das finde ich eigentlich, also finde ich deutlich stärker zum Beispiel. Und dann, nachdem ich es gelesen habe, fand ich diese Eröffnungsverfolgungsjagd da, die irgendwie im Buch so richtig episch war. Und in der Fernsehserie war das so, wir rennen aufs Dach hoch. Dachte ich mir, wollt ihr mich verarschen? Also das war, naja. Gut. Also ich fand auch, wie gesagt, dass an einigen Stellen mir persönlich einfach zu weit weg vom Buch war. Was ich jetzt nicht so unterstreichen kann, was du sagtest mit dem, dass es nicht pompös war, also das fand ich schon jetzt auch gerade in diesen Szenen, da in diesem, wie ist es? Dieser Nachtclub? Ja, in diesem Nachtclub da, also das fand ich schon. Ja.
Aber Einigermaßen. trotzdem, also ich finde so diese, also ich verstehe das, also ich kenne die Szenen nur aus dem Trailer, weil ich ja gar nicht so weit geschaut habe. Aber also wenn du das mit so einer Hollywood-Produktion, jetzt kam ja dieses Jahr auch nochmal dieser Babylon-Film, dieser Hollywood-Film raus, der auch nicht so toll gewesen Hast sein du soll. den gesehen? Den habe ich nämlich noch nicht Nee, gesehen. Wollte ich auch habe noch ich auch nicht gucken. gesehen. Okay. Aber trotzdem, wenn du es so nebeneinander hältst. Ja. Ich glaube, das Problem ist halt auch da gewesen, dass einfach die Erwartungen so enorm waren. Ja, Das zu Ding wurde Recht super beworben. teuerste deutsche Produktion, ne? Was weiß ich, Genau. 40 Millionen oder wie viel das da war, Ja. reingesteckt? Ich finde es Oder. halt schade, dass, wie gesagt, wahrscheinlich ein relativ großer Prozentsatz eben diese Serie sehen wird und ja, sich sozusagen das eigentliche Highlight, nämlich die Bücher, entgehen lassen wird. Das finde Ja. ich schade Aber dann. dafür sind wir ja da, also auch auf YouTube gibt es Praxis. da im BookTube-Bereich viel zu wenig. Ja. Diese Perlen der Literatur, das muss man ja schon sagen. Also holen wir mal ganz kurz aus. Lena hat mir Der nasse Fisch empfohlen, als ich nach Brasilien gegangen bin, zu meiner Auslandszeit in Brasilien. Da hatte ich ein paar Monate und wusste, ich werde ein bisschen Luft haben und will ordentlich was lesen. Und das war 2019, ja, war 2009 oder 2020 in etwa so. Und da habe ich Der nasse Fisch mitgenommen. Das ist der erste Teil, ne? Den werden wir als erstes besprechen. Und ich fand ihn sofort grandios. Also ich war sofort drin und habe den eigentlich durchgesuchtet. Also ich habe zwei dickere Bücher direkt nacheinander. Das eine war Stolz und Schuld und Sühne, nicht Stolz und Vorteil, Schuld und Sühne. Und das andere war Der nasse Fisch. Und ich fand beides, das hat sich wunderbar geeignet, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat. Und ich hatte den auch relativ schnell durch. Und genau, wir kommen dann noch mal dazu. Aber was ich interessant finde mit Babylon Berlin, was ja, also es ist ja die direkte Vorlage. Die Bücher heißen ja nicht Babylon Berlin, ne? Hier ist so ein kleines Babylon Berlin Logo, aber das ist nachträglich aufgeklebt. Genau, also das ist bei meinem Sticker. zum Beispiel nicht, da steht zwar Spiegel Bestseller und so, Ja. aber es ist noch nicht Ach so, das Hardcover, ne? nee, das ist nicht das Hardcover, das ist auch ein Nee? Taschenbuch. Ah ja, okay, sage ich jetzt nicht so richtig. Also Ah es ist ja, nicht gut. ganz original, aber keine Ja, Ahnung, was früher als genau, okay, dann hast du es relativ früh gehabt. Bei ja. mir kam schon der Serienerfolg und dann haben sie den Sticker drauf gemacht. Aber das Ganze heißt hier nur Volker Kutscher, Der nasse Fisch, der erste Radroman. Ich muss ja sagen, ich finde das nicht so cool, dass solche Buchserien nicht einen Titel haben. Ich finde, also das Babylon Berlin, so der ganzen Sache einen Titel zu geben, ist ja eigentlich schon cool. Aber ich finde, es passt auch nicht so richtig, weil das ja nur ein Element ist, und zwar ein sehr frühes Element der Serie, ne? Weil wenn man da drüber nachdenkt oder was so in der Öffentlichkeit ankommt, ist ja Babylon Berlin, Berlin der 1920er, Partys, Drogen, ausschweifende Geschehnisse auf der anderen Seite, aber dieser roughe Style, ne, nach dem Ersten Weltkrieg, viele Leute völlig fertig und gezeichnet. Und das trifft zwar auf den ersten Band ziemlich zu, aber der ist 1909, also der spielt Ja, recht spät 1929. fast, ne? Ja. Genau. Es ist halt gar keine 1920er-Serie, es ist eine 1930er-Serie. Und das wollte der Kutscher auch machen. Der wollte sich nicht auf den Börsencrash konzentrieren und dieses ganze Highlife in den 20ern. Das ist wirklich nur ein kleines Element. Und das muss man wissen, ne? Also wenn man das alleine sucht, dann sollte man. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wann war denn dieser Börsencrash? War der nicht sogar dann 29 oder habe ich das falsch in Erinnerung? Schau gerne mal nach. Ich meine, Ja. der war ein bisschen früher, glaube Okay. ich. Also der hat ja im Prinzip das ganze ausschweifende Leben beendet. Oh, ich hoffe, der Harald guckt nicht zu und korrigiert mich wieder bei meinen dilettantischen Ja. Warte mal, der schwarze Freitag, also ich möchte dich nur kurz korrigieren. Na, Der scheiße. War 29? 24. Oktober 1929, Ingo. Ja, Also, okay. ja, also das Ja, der kam auch vor wahrscheinlich, ne? Ist ja schon ein bisschen her, dass ich es gelesen vermutlich, habe. ja, keine Aber Ahnung. ich Das heißt, mit habe. dieser Inflation, das startet daran ja wahrscheinlich ab da. So hätte ich jetzt Genau. verstanden. Ich meine, Genau. Aber ab da ging es ja bergab wieder, ne? richtig, Und das ja. Highlife davor, Ja. dass die Leute, diese Lost Generation, Ja. na, haben wir auch bei Hemingway drüber gesprochen, die halt einfach den Krieg vergessen wollten.
Ja, da holte die Realität dann ein, ne? Dieses ganze Kriegsthema war nämlich noch lange nicht vom Tisch. Und genau, da setzt Volker Kutscher mit der Babylon-Berlin-Serie ein, die einfach die Geryon-Rath-Serie ist. Fände es schön, wenn es noch einen catchy Titel geben würde für die Buchserie. Aber er muss nicht Babylon-Berlin sein für mich. Genau, das ist der erste Band. Der spielt 29. Und dann ist es ziemlich easy, weil Volker Kutscher geht ja einfach immer ein Jahr weiter, ne? Zweiter Band ist dann Der stumme Tod, ne? Dritter Band ist Goldstein oder Goldstein oder wie auch immer, Goldstein eigentlich muss man aussprechen. Dann die Akte Vaterland, Märzgefallene. Ja, das sind die ersten vier Teile, die habe ich alle als Taschenbuch. Und dann war ich im Antiquariat und habe zufällig gesehen, oh, die haben alle die Hardcover, ne? Und dann geht es hier mit Märzgefallene weiter. Das ist das erste Hardcover, was ich habe. Das habe ich auch schon durch. Und, Eine Zwischenfrage, Ingo. Das heißt, ja. du bist eher so der Hardcover-Fan, weil das Aber ich finde richtig es geil. ist, Ich finde es oder? schon geil, wenn man ein Hardcover hat, ne? Also Ja. gerade bei Büchern, die wirklich gut sind. Wobei ich bin ja da, können wir auch nachher drüber sprechen, ein bisschen in Richtung Hörbuch gewechselt, weil die Hörbücher auch wirklich fantastisch sind. Genau, und hier siehst du, ist noch eingeschweißt, Marlo und Olympia, ne? Die habe ich schon hier. Den Teil Sehr gut. davor habe ich aber nicht hier, weil da hätte ich gerne den Hardcover. Ja. Der ist aber nicht im Angebot. Der Luna Park ist davor. Und dann kommt noch, dann nur noch der aktuelle, ne? Transatlantik heißt der, Ja, oder? genau. Hast du denn da? Nee, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ein großer Bücherei-Fan. Also das heißt, Hm. auch meine Ausgaben hier sind alle aus der Bücherei. Deswegen, genau, habe ich die nicht da. Ja, ergibt ja auch Sinn, ist ja auch gut. Ich möchte irgendwie so eine kleine Hausbibliothek haben bei Sachen, die ich wirklich gut finde. Ja. Ich kann es aber verstehen und gelobe auch, irgendwann mich in Richtung Bücherei mehr zu entwickeln. Nee, du, jeder wie er will. Ja, aber vom Besitz ein bisschen weg ist ja auch Ja. gut, ne? Also. Man muss ja auch nicht alles da stehen haben. Also ganz ehrlich, wie oft lese ich die? Gerade wenn ich das Hörbuch gehört habe. Also Wobei ich hier. finde, gerade bei der Serie würde ich fast sagen, da lohnt es sich. Also, weißt du, das ist wirklich was ich auch. Was man ja auch gut empfehlen kann. Also, wo man auch wirklich sagt, hier mal zu, das ist, wenn du wirklich über einen längeren Zeitraum zu der Thematik was lesen möchtest, dann empfehle ich dir das. Insofern, Ja. so abwegig finde ich es nicht. Ja, sehe ich auch so. Und genau, manchmal schlägt man noch mal einzelne Sachen nach, ne? Und aber bei Akte Vaterland und Goldstein habe ich tatsächlich hauptsächlich das Hörbuch gehört. Die ersten beiden habe ich nur gelesen. Okay. Ja, also ich bin dann erst mit den Hörbüchern eingestiegen. Hörbücher werden alle gelesen von David Nathan. Es gibt auch ein Hörspiel, hast du das mal gehört? Das gab es in Ich der muss zugeben, ich ARD-Bibliothek. bin überhaupt kein auditiver Typ so. Also Ja. ich, ja, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Hörspiel, glaube ich, gehört. Also noch, ja, Hörbuch, nee, Hörspiel, beides nicht. Ja, also es ist mega aufwendig als Hörspiel inszeniert worden, mit Uwe Ochsenknecht unter anderem dabei, also 40 Okay. verschiedene Stimmen oder so. Und das gibt es aber nirgendwo mehr. Ach Ne? Also so, es ist okay. nicht zu erwerben. Echt? Okay. Das, Also auch nicht bei eBay, Kleinanzeigen oder sonstigen oder nee, das Medimob. wurde nie verkauft, Ja. das wurde Ach für so. ARD produziert Ah, und war da okay. irgendwie in der Mediathek als Hörspiel und. Schade, okay. Ja, irgendwo wird es wahrscheinlich nochmal auftauchen, aber aktuell nicht. Also gibt es Okay. auch nicht bei den gängigen Plattformen. Also wüsste ich zumindest nicht. Wenn ihr wisst, ob man das Hörspiel irgendwo kriegt, schreibt es mal in die Kommentare rein, weil ich habe so eine Reportage zu den Aufnahmearbeiten gesehen und ich fand das sehr interessant. Also ich glaube, das könnte ganz geil sein. Ich bin ja ein super auditiver Typ, ne? Mir wurde immer vorgelesen als kleines Kind und ich finde es bis heute geil. Also ich, ja, also ich höre mehr, als dass ich lese, Ah, tatsächlich. okay. Also mir wurde auch vorgelesen. Aber du liest wahrscheinlich auch schneller als ich, ne? Ja, also ich würde sagen, ich lese relativ schnell, aber keine Ahnung, mit wem verglichen, ne, oder mit was Ja, verglichen. also, war, wow. Also wir haben mal in der Familie so Wettlesen gemacht und so mit meinen Lustig. Nichten und, mit meiner damaligen Freundin und so, die irgendwie dreimal so schnell eine Seite hatte wie ich, dachte mir schon, boah.
Aber dafür behalte ich mir die Sachen gut, ne? Ja, das ist ja auch was, das ist ja auch was, ne? Ja. Also ich muss das nicht zwingend nochmal lesen. Das ist nach einmal ist es im Kopf. Das ist cool. Ja, das ist schon nicht schlecht. Also Details nicht alle, aber ja. Gut, also genau, wir kommen mal einmal nochmal ganz kurz, ja, gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe rein, ins Setting schon mal. Also wie gesagt, es startet mit der nasse Fisch. Da gehen wir in der nächsten Folge dann ausführlich drauf ein. Aber Hauptfigur ist Gerion Rath. Und der ermittelt dann natürlich in allen Teilen. Das heißt, es ist Kriminalroman auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch historischer Roman, auf der anderen Seite auch politischer Roman. Ich habe ein Interview gesehen mit Volker Kutscher, was ich sehr, sehr empfehlen kann, der ein deutlich coolerer Typ ist, als ich mir das so vorgestellt habe, weil von dem gab es irgendwie so wenig. Und ich dachte mir, der ist vielleicht total zurückhaltend. Ich weiß es nicht, aber ich fand ihn in dem Interview höchst sympathisch und sehr, sehr cool. Und der, Wo hast genau, du das hat. gehört oder gibt es da einen Link, den du Gibt's auf irgendwo? YouTube? Ja, kann ich in die Signatur reinhauen, den Link. Und zwar war das vom Goethe-Institut Ungarn. Da wurde vor 2 Jahren der vierte Teil gerade übersetzt und dann hat man mit Kutscher zu dem Anlass nochmal gesprochen. Und da hat er nochmal so einiges an Hintergründen erzählt, wieso er was gemacht hat. Und zwar war es ihm wichtig, hat er gesagt, dass es dass es betitelt wird erstmal als ein historischer Kriminalroman. Das sollte draufstehen, so seiner Meinung nach. Er wollte aber jetzt auch nicht in eine Schublade reingesteckt werden, ne? Aber ihm war natürlich klar, okay, es gibt da Schubladen und die Leute, ja, irgendwo muss das Buch dann stehen, ne? Und historischer Kriminalroman hat er sich dann so dafür entschieden. Wichtige zentrale Message war aber das Politische, was passiert ist, ne? Also der Weg zur Nazizeit, wie hat sich so diese ganze Nummer entwickelt? Und ja, es geht, wie gesagt, immer also in Jahresschritten vorwärts. Das heißt, 10 werden es insgesamt, oder? Er wollte nämlich Ja. eigentlich, hat er auch im Da Interview hatte ich dir doch auch dieses Interview, glaube ich, geschickt. Ich glaube, da hat er das gesagt. auch gesagt, ne? Ja, stimmt. Gar nicht, wie viel sind es denn jetzt schon? 8, ne? Ich glaube, 2 fehlen noch, wenn ich, Na, oder? ich habe ja hier 2, 4, 6, 7 und einen habe ich nicht, dann sind es Ja, 8, 8. genau, ja. Und den neuesten habe ich nicht, sind 9 und der nächste wird ja Ach schon der so, letzte, ne? echt? Oh, das wäre aber tragisch, weil das ist der einzige, der mir noch fehlt dann, ne? Ja, das ist dann tatsächlich so. Okay. Genau, also es sollen 10 Romane werden und er wollte ursprünglich 1936 aufhören, also mit Olympia, hat aber gesagt, er wollte es eigentlich so rein rechnerisch machen, okay, ja, das funktioniert dann irgendwie gut und 8 Teile fand er irgendwie griffig. Viele Serien bestehen ja auch aus 8 Teilen, ne? Es ist ja so eine Zahl, die da schon öfter gemacht wird. Ich weiß gar nicht, Harry Potter nicht auch 8 Teile? Glaube ich. Keine Ahnung. Vielleicht ist das sowas für Buchserien. Genau, hat sich dann aber gesagt, das ist kein guter Endpunkt. Also er meinte dann, mit den Olympischen Spielen rauszugehen, funktioniert nicht so richtig für ihn und im Jahr danach rauszugehen auch nicht, weil das Regime dazu souverän war. Das heißt, im Prinzip geht er jetzt ja so knapp bis zum Krieg, ne? Also es könnte im Prinzip enden, wenn der Krieg anfängt oder so im Jahr davor eben. Bin mal gespannt, wie er das dann so strickt. Ich bin ja noch nicht ganz so weit. Das heißt, Lena darf mir natürlich jetzt nichts verraten. Ich würde sagen, wir machen unsere Reviews so, dass wir erstmal spoilerfrei starten, dann aber in den Spoilerbereich reingehen bei jedem Teil. Das heißt, man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn man einen Teil sich anhört, den man noch nicht gelesen hat, dass es da dann entsprechende Spoiler geben wird. Ne? Ja. Gut. Genau, also was glaube ich einfach wichtig ist, ist, dass der Kommissar Rath von Köln nach Berlin versetzt wurde und so ein bisschen Fish out of water Prinzip, also er muss erstmal so in Berlin ankommen, ne? Dann hast du die Charlotte schon angesprochen, sein Love Interest, die Charlotte Ritter. Und genau, das sind so die beiden absoluten Hauptfiguren. Und dann gibt es eine Menge historischer Figuren drumherum, die Volker Kutscher zu literarischen Figuren gemacht hat. Ne? Und dann die ganze
Ja, Polizeiarbeit eben in den 1930ern. Und was sehr interessant ist, Kutscher ist sowohl Germanist als auch im Nebenfach Historiker, studierter. Und das merkt man, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde auch gerade, was du vorher gesagt hattest, dass es im Endeffekt, ja, ich will nicht sagen, dass seine Intention war, einen politischen Roman zu schreiben, aber ich finde schon, dass dieses Politische einfach extrem gut rüberkommt. Also ich hatte dir, es ist jetzt ein bisschen, führt ein bisschen weg, aber ich lese ja gerade einen anderen Krimi, den ich auch sehr nett finde, das Fräulein vom Amt. Ja. Aber da ist dieses Politische einfach nicht so im Fokus. Und wir hatten Ja. ja auch schon mal über Leo Berlin gesprochen. Ja. Also da ist auch ein bisschen weiter weg, habe ich selber noch nicht gelesen, liegt aber schon mal unten. Genau, Und steht oben. Ja, also ich komme jetzt schwer dran, aber wir haben ja gesagt, Susanne Goga, dann Alex Behr spielen ja auch in den genau. 1920ern. Da können wir irgendwann auch mal so einen Gesamtvergleich machen und Ja. dann hatte ich ja noch hier der Mann, der nicht mitspielte und Ja. sowas, ne? Also da gibt es ja einiges und da gibt es vor allen Dingen einige, die auch früher einsetzen und die halt wirklich mehr diesen 20er Jahre Fokus haben, ne, als Kutscher. Das Ja. stimmt. Aber prinzipiell, also ich finde die Romane wirklich alle sehr, sehr fesselnd. Also ich finde, dass ihm das extrem gut gelingt, auch gerade diese politischen Punkte anhand einiger, ich will nicht sagen Nebenfiguren, aber zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob ich schon zu viel verrät, aber im Laufe der Zeit haben die ja dann so eine Art Pflegesohn und der durchläuft ja auch eine gewisse Entwicklung, ohne Ja. da ins Detail zu gehen. Und ich finde daran, sieht man einfach auch viel der politischen Entwicklung. Und so ist es ja bei einigen der anderen Protagonisten im Endeffekt dann auch. Ja, genau. Also das, ja, ich denke, damit nimmt man nicht zu viel weg, aber so eine leichte Spoilerwarnung. Es ist so, dass Kutscher gesagt hat, was er machen wollte, natürlich stilistisch. Ist ein Figurenensemble, mit dem man in der Demokratie warm wird. Na, die man kennenlernt und lieben lernt und die er dann in die Nazi-Zeit überführt mit allen Schattenseiten eben, die dabei sind. Und das finde ich tatsächlich auch das Hochspannende, dieser Serie. Na, also ohne das wäre sehr, sehr viel verloren. Und er hat auch gesagt bei der Babylon-Berlin-Serie, das ist der Kern, der ihm wichtig ist. Ansonsten konnten die sich alle Freiheit nehmen, aber er meinte, dieser Aspekt, der muss halt einer der Kernaspekte bleiben, ansonsten hätte er es nicht verfilmen lassen. Aber sag mal, weißt du zufällig, also dazu habe ich jetzt auch nicht recherchiert, aber wie er selber Babylon Berlin bewertet, also ist er sozusagen zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist, oder? Ich glaube, der hält sich sehr bedeckt darüber. Es wäre auch, glaube ich, unklug, einfach Ja. da Statements zu geben. Ja, also es wirkt jetzt weder so, dass er enthusiastisch drüber spricht, als, also er hat jetzt auch nichts Kritisches gesagt, ne? Er sieht das als eine Interpretation seines Werkes, ne? Und das ist es, that's it. Und im Prinzip ist ihm egal, wenn jemand die Serie sieht und dadurch zu seinen Romanen kommt, freut er sich natürlich, ne? Wenn jemand seine Romane liest und dann die Serie oben drauf packt, ja. Also ich finde es schwierig, also ich will mir tatsächlich die Figur nicht zerstören lassen, einfach. Ja, Also das da. ist eine kluge Entscheidung, nur Ja, genau. das glaube ich. Deswegen, also wenn das jemand anderes sieht, gerne in die Kommentare rein. Sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Ja, ansonsten hat man natürlich in jedem Band historische Ereignisse, historische Schauplätze. Da gibt es die Rote Burg am Alex, wo die Polizei eben beheimatet ist. Dann zum Beispiel das Restaurant Aschinger, da spielen ganz, ganz viele Gespräche. Dann diverse Kneipen von der. Man weiß ja oft nicht, ist es fiktiv oder ist es real, ne? Das ist auch ganz interessant. Da kommen wir sicherlich bei den einzelnen Büchern dann nochmal dazu. Aber dann natürlich die ganze Filmlandschaft. Stummfilm zum Tonfilm war zu der Zeit natürlich ein großes Thema. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir machen dann bei den einzelnen Romanen weiter und besprechen das, weil ansonsten nehmen wir jetzt vielleicht zu viel weg, oder? Ja, so machen wir es. Ja, genau. Hast du noch was anderes, was du sagen würdest, wieso, also wer sollte diese Reihe lesen und wer sollte das Ganze nachverfolgen? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich lese, bevor ich mir eure Besprechung anhöre, ja, wer sollte lesen? Also ich denke, prinzipiell jeder Krimi-Fan sollte die Serie lesen. Ich lese ja relativ viele Krimis und ich finde, das ist wirklich eine der
besten Serien, die es gibt. Was mir halt auch einfach gut gefällt, ist, dass es halt sprachlich auch ein gewisses Niveau hat. Es ist jetzt keine hochtrabende Literatur in dem Sinne, ja, aber es ist eben auch nicht so ganz so platt wie mancher Krimi, weißt du, wo es dann wirklich nur um die Geschichte geht und sprachlich legt man einfach überhaupt keinen Wert auf das Arrangement. Und deswegen, das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass es ein Krimi ist, der erstens spannend ist, zweitens, wie gesagt, sprachlich ansprechend und drittens, historische Begebenheiten geschickt irgendwie unter einen Hut bringt. Und das, also ich will nicht sagen, diese Reihe ist perfekt, aber ich liebe sie wirklich. Also ich bin wirklich ein großer Verfechter und kann sie wirklich eigentlich jedem, der so ein bisschen Lust auf Krimi hat, ich meine, wenn das nicht dein Genre ist, dann nicht, aber sonst eigentlich jedem ans Herz legen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Genau, also ich finde, es schwingt immer sehr mit, dass die Recherche tatsächlich Hand und Fuß hat und er experimentiert ein bisschen mit Erzählperspektiven vor allen Dingen, die spielen immer eine große Rolle. Er trickst einen auch hin und wieder wirklich gekonnt aus und ja, also man merkt natürlich, dass dieser Mann Germanistik studiert hat. Was du schon sagst, es ist natürlich nicht eine hochstilisierte Sprache oder sowas, Nein. ne? Sondern es ist Unterhaltungsliteratur, Ja. ne? Es lässt sich gut lesen, aber Valandi hat mir das ja mal gespiegelt. Also er meinte beim ersten Roman, er ist schwer reingekommen. Es waren Ja. viele Figuren. Also ich hatte selber keine Probleme. Ich weiß auch gar nicht wieso. Vielleicht, weil ich einfach viel Ruhe hatte und ja, keine Ahnung. Aber ich hatte nicht so die großen Probleme reinzukommen. Aber ich habe da schon von ein paar Leuten gehört, dass so der erste Schritt ein bisschen schwierig ist. Aber wenn man da einmal drin ist und einmal die Figuren kennt, dann sehe ich Aber das. ich muss dem, also muss Valandi da auch zustimmen. Also bei mir war das auch so. Also ich habe den Nassen Fisch gelesen und habe auch immer so gedacht, ja, okay, jetzt nochmal eine Seite weiter und so. Es war jetzt für mich nicht so der Page-Turner wie die späteren. Also ich muss auch sagen, ja, das ist natürlich, also ich sag mal, natürlich ist der erste Band notwendig, damit du überhaupt dieses ganze Konstrukt irgendwie aufbaust. Und du hattest ja auch schon mal gesagt, dass du den Plot sehr gut findest bei dem ersten. Mir persönlich haben andere Bände viel besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade die Akte Vaterland zum Beispiel und die späteren Olympia und so weiter. Also deswegen, ich kann das verstehen. Ich kann aber an der Stelle wirklich nur jeden animieren, bei der Stange zu bleiben. Es wird besser, also aus meiner Perspektive. Da müssen wir erstmal drüber sprechen und verhandeln. Ich würde sagen, das ist ein guter Cliffhanger. Beim nächsten Mal sprechen wir über Der nasse Fisch und wir bewerten natürlich jeden einzeln und werden am Ende ein Ranking machen, auch Ja, welches das sind ist die sehr gut. stärksten Radromane. Ja. Genau. In diesem Sinne verabschieden Eine Sache wir uns vielleicht noch, jetzt. Ingo, eine Ja, Sache wollte ich okay. noch hinzufügen. Auch einer der Gründe, warum ich, also ich habe jetzt gerade die drei Gründe genannt, warum ich es schon empfehlen würde. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich relativ spät erst die Hintergründe erfährt. Also es ist eben nicht so, dass man in der Mitte des Buches denkt, ah ja, okay, ich weiß schon alles und jetzt so weiter. Da hatten wir ja in der allerersten Folge, als es um Krimis ganz generell ging, schon mal drüber gesprochen. Also ich persönlich mag es nicht so, wenn gleich klar ist, worum es geht, wer es war sozusagen. Ja, Ne? Das ist hier nicht der genau. Fall. Das sehe ich auch so. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt auf deine Meinung zu der nasse Fisch. Ich kann mir natürlich einiges denken, aber das machen wir als nächstes dann in der Einzelreview. Schreibt in die Kommentare, kennt ihr die Ratsserie? Liebt ihr die Ratsserie? Hasst ihr die Ratsserie? Und wie viel Bock habt ihr jetzt da drauf? Und alle 2 Wochen gibt es für euch dann jetzt erstmal Gerionrath von Volker Kutscher, die Krimiserie im historischen Berlin der vor allen Dingen 30er Jahre. Ja. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.